Drei Trolle wäre auch schon mal was. Oh, okay. Wasting money. Yay. Komm schon, gib mir 10. Oh, jetzt hat er sich... Der hat sich nach innen gedrückt. Orks über Orks. Sie fallen über unsere Rohstoffe her. Der Feind macht euch bereit. Das ist jetzt problematisch. Das war jetzt nicht mehr taktisch, wie ich das gemacht habe. Den taktischen Ansatz übersehen. Hupsi. Warum haben wir keine Rohstoffe mehr? Weil ich alles ausgebe in Blödsinn. Orks. Wir werden hier nicht rasten. No. Es wird gekämpft. Zuhören. Seid ihr bereit? Bleibt wachsam. Das müsste doch den so viel Geld kosten, rein logisch. Da ist ihr Lager. So ein einfach fetter Ork-Angriff müsste den so viel Kohle eigentlich kosten. Ja, schickt zuhören. Der Olifant ist euch auf bereit. Macht euch bereit! Ihr wimmelt es von Feinden! Hoch mit euch, ihr Maden! Das müsste denn logischerweise so viel Kohle eigentlich kosten, dass ich hier da und rein marschiere mit den Billigeinheiten. Dass ich nicht ganz check, wieso ich das jetzt nicht ganz hinkriege auf die Reihe. So, dann machen wir doch jetzt mal. Das hier schöne. Seht nur, wie die Orks aus der Grube strömen. Schnell, wir brauchen Rohstoffe. Da ist ein Katapult. Hervorragend. So, jetzt kommt Masse. Und zwar richtig. Sie greifen uns an. Das Lager wird angegriffen. Wir haben den Gebirgstroll aus seinem Käfig. Jetzt leckt's. Orks über Orks. Orks! Verschwendet keine Zeit! Bewegung! Ausschwärmen! Alter! Die FPS-Jungs! Diese Armee ist schon groß genug! Die ist nie groß genug, Jungs! Gib mir mehr! Also so bei der Vorstellung, dass ich so viel Einheit nochmal dastehen sehe, würde ich mir denken, was hat der Typ da drüben für ein Problem? Hey, habt ihr das gesehen? Müsste da nicht noch ein Olifant rauskommen? Rein theoretisch ja, aber da habe ich jetzt gerade kein Geld mehr für. Verschwendet keine Zeit! Das Problem ist ja, dass... So viel Einheiten auf einer Stelle stehen, dass sie nichts mehr koordiniert kriegen. Orks! Weiter, weiter! Jetzt wird gekämpft! Da ist ihr Lager! Was ist das? Ihr wimmelt es von Feinden! Kommt schon! Alter, leggy. Fucking shit, okay. Morgen Grundspiel. Aber so viel wie du kannst und produziere noch mehr. Holy shit, Balls. Seid ihr bereit? Einfach so über so viel produzieren, dass er einfach so überfordert ist am Ende. Dass er nicht weiß, womit was hin muss. Da haben wir jetzt die Trolle mitgeschickt, okay. Orks über Orks. Dann können die versuchen, da zu gehen. Ich will unbedingt diese Haradrim-Playliste loswerden. Ich kann auch mal da drauf gehen. Hoch mit euch, ihr Mann! Dieser neue Gebirgstroll. Verschwendet keine Zeit! Kannst du mir den schon?
mit euch hier, Mann! Attacke! So, wir haben hier noch ein paar mehr. Der Feind ist in unserem Lager! Setz den neuen Olifanten in Marsch! Jetzt wird gekämpft! Achtung! Es ist nicht so, als ob wir tonnenweise Einheiten hätten. Riechen noch schlimmer als die Alten. Aber ja. Da sieht man wieder, dass nicht unbedingt immer die Masse auch klasse ausmacht. Kommt schon nach der Bonne durch. Alter, es liegt so hart, ich kann gerade nicht arbeiten, ne? Also das ist ja echt... Schützt den Baumeister! Wo, welchen Baumeister jetzt schon wieder? Hat er schon wieder einen Baumeister mit, oder was? Na, das ist ja der Wahnsinn, wo sind wir denn jetzt Baumeister? Baumeister kommt zurück? Wir werden angegriffen! Kommt schon! Ganz werden das die Defensive Positions wieder ein bisschen aufbauen. Arbeiter! Wir haben die Rüstkammer erweitert! Hoch mit euch, ihr Maden! Was macht mein Olifant da? Wir kennen keine Gnade. Hierher. Wir kümmern uns um sie. Seid ihr bereit? Was macht mein Heer? Also kontrollierbar ist es nicht mehr. Komm schon. Komm schon. Schlimmer als die Alten. Hä? Schiebt ihr überhaupt? Nein! Sie greifen an! Feuer frei! Das ist natürlich die Frage, wie gut hält das Ganze, was ich jetzt hier tue, durch, bis zur nächsten großen Welle, die ich schicken kann. Kann ich das sozusagen sustainen? Macht euch bereit! Bewegung! Und wenn ja, wie gut? Zuhören! Weil die ganzen Orks kosten natürlich auch Schweinekohle und so eine Massenproduktion ist dementsprechend noch teurer. Wir brauchen mehr Rohstoffe! Jetzt wird gekämpft! Orks! Da sind sie! Katapult! Der Feind! Er greift an! Mach sie fertig! Hatte ich nicht ein zweites Katapult mal? Wo ist das zweite Katapult? Da! So! Feuer frei! Aufpassen! Macht euch bereit! Verschont niemanden! Jetzt schauen wir mal, dass wir langsam alles kaputt kriegen, ein bisschen. Das nächste Gebäude ist fertig. Komm. Haben wir noch irgendwas, was ich wieder upgraden muss? Ihr braucht wieder mehr. Und ihr braucht wahrscheinlich auch wieder mehr. Noch eine Ork-Horde kommt aus der Grube. Was sagt ihr dazu? Schott und Asche! Jetzt machen wir mal noch ein bisschen Feuer hin. Schauen wir mal, jetzt können wir da gleich sogar die Worths summon. Das ist natürlich auch genial. Ich weiß. Sie brandschatzen den Wagen des Baumeisters. Komm schon, komm schon.
jetzt das Katapultwerk kaputt machen noch. Da vorgehen. Zuhören! Hoch mit euch, ihr Maden! Orks! Er marschiert direkt weiter wieder. Kommt schon! Jetzt geht's einfach nur um Warten eigentlich mehr bei mir. Ich würde ehrlich gesagt mehr auf das Warten noch abgesehen. Dass sozusagen der Feind sowas von geschwächt wird, dass er nicht mehr durchhalten kann. Das ist jetzt ein bisschen die Grundidee. Deswegen warte ich gerade auf das wieder auch da oben. Jetzt wird gekämpft! Wir werden hier nicht rasten! Bleibt Wasser! Und hier oben will ich immer wieder mal so ein bisschen specialer. Pikemans zum Beispiel viele. Warum haben wir keine Rohstoffe? Weil die mehr? Natürlich dementsprechend mehr kosten. Aber halt auch mehr ausmachen. Jetzt müssen wir das hier mal zerstören wieder, weil die bauen da schon wieder nach. Gebäudemäßig. Wie schaut es mit unserer Front aus? Können wir die schon nachbauen? Mach dich nützlich! Hier gibt es immer Arbeit! Engmaschiger, wenn es ausgeht. Ah! Eine neue Horde Orks! Was? Ich werde versuchen, wisst, da oben was zu tun bauen. Ist. Wir haben den Gebirgstroll aus seinem Käfig gelassen. Und die haben Helden. Mittlerweile. Seid ihr bereit? Wieder nach vorne. Alter, die... Zuhören! Bauen sie jetzt hier wieder nochmal einen Turm wieder. Kommt schon. Da bleibt mein Superbau wieder hier. Mein Supergau-Moment. Für den Feind. Oh, der wäre beinahe schief gelaufen hier. Der geht noch. Hey, wir brauchen Rohstoffe! Rohstoffe brauchen wir eigentlich immer. Wir sind ausgelegt da drin. Massig Tote zu verursachen. Du kannst halt hier auch nirgends das Ding platzieren, zum Beispiel. Was mich hier jetzt zum Beispiel supporten würde. So. Seht nur, wie die Orks aus der Grube strömen. Da oben haben wir unsere Pikemans jetzt, die sind dann später für den Einsatz gedacht. Jetzt geht es eher darum, wieder zu unterdrücken. Bis wir die nächsten größeren machen. Schaften formen können. Aber es ist ja nicht so, als ob es jetzt hier nichts gebracht hätte. Das neue Gebäude ist fertig. Macht euch bereit. Das ist schon wieder kaputt. Und damit haben wir doch schon mal wieder einen Vorteil. Jetzt kommt die nächste Reihe raus. Ja, schickt uns frische Orks. Wir sollten jetzt auch genauso wissen. Ja, der eine hat jetzt nicht mehr durchgehalten. Aber hey, jetzt sagen wir den. Okay, voll Angriff hier drauf. Ich versuche jetzt auf die 25 zu kommen mit dem Erdbeben. Und dann das Surrounding immer wieder kaputt zu machen. Weil das tut richtig weh. Das tut richtig weh. Diese neuen Ork-Horden riechen noch schlimmer als die alten. Bloß da muss man halt auch immer hinkommen, ne? So, also hier oben so viel wie möglich Special-Einheiten noch rauszukriegen. Seht nur, wie die Orks aus der Grube strömen. Das wieder durchchecken. Damit genug produziert werden kann. Gilt ja leider nur auf Orks. Sonst wäre es richtig fies. Jetzt kann ich mir noch schnell die Kinn fangen. Everything changes.